Liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA 3. Jo, weiter geht die Reise mit dem guten Ray. Und die tödliche Bootsfahrt. I think my partner's a rat. We gotta shut him out permanently. He goes fishing out of his boat near the lighthouse on Portland Rock most nights. Steal a police boat. Make sure his backstabbing plans are sunk. I want him sleeping with the fishes, not eating them. Ja, gucken wir mal. Wir sollen ein Polizeiboot klauen. Welch eine Überraschung. So, dann machen wir das doch. Wir haben Gott sei Dank keine Zeitlimit, das heißt, wir haben ein bisschen Luft. Oh, was war das für eine nervige Mission in der letzten. Und wieder die ganz nervigen Missionen, die kommen noch. Die sind dann mit dem, wenn der gute Donald auftaucht, das ist nämlich das D. Aber wie gesagt. Machen wir noch alles in der Zeit. So, wir sollen ein Polizeiboot dieser klauen. Vor allem muss ich jetzt erstmal. In die Nähe des Hafens. Der hier unten wäre, lass mich raten, das Polizeiboot steht genau auf der anderen Straße, auf der anderen Seite des. Ja. So. Oder? Ist ja eine Überraschung. Und natürlich ist es bei GTA so, wenn man dann mal ein Boot braucht, ist kein Star. Und der Charakter kann ja nicht schwimmen. Das lernt er dann irgendwann erst auf GTA 4 oder GTA San Andreas. Ich weiß es gerade nicht auswendig. Aber hier ist es noch zu früh. Suchen wir mal eine Möglichkeit, dass wir auf die Brücke hier oben kommen. Ja. Das war hier ein bisschen mehr. Wir haben Luft, wir haben Zeit, wir haben keinen Stress. So, okay. Dann geht's jetzt weiter. Oh, ja, die trauen sich mal über die Brücke hier. Staten Island, hätte ich nicht gedacht. Aber ich glaube doch, wir hatten den Deal, glaube ich, mit den Yadis, mit dem Yadi-Wagen. So, jetzt ist auf Union, steht das Polizeiboot auf jeden Fall. Sollte es zumindest hier unten stehen. Irgendeine Möglichkeit finden, reinzukommen. Also das heißt, ich kenne ja hier diesen Durchgang. So, dann geht das hier unten weiter.
müssen also das Boot klauen. Wie gesagt, nochmal. Wir haben Zeit genug. Es ist kein Stress, ganz ehrlich. Fahr zum Leuchtturm nimm dir Ways Partner vor. Genau. Wir haben ja das Problem, wir haben keine Karte. Das heißt, ich kann mir nicht mal eben in GTA 5 zum Beispiel den Weg markieren oder zumindest mal links markieren. Also wir kriegen das von hin. Muss ja alles irgendwie zu schaffen sein. No? Leuchtturm oder müsste der Leuchtturm sein? Da kommt man nicht durch. So, irgendwo dahin muss dieser Partner von Ray sein. Ist das das kleine Boot, das hier vor uns fliegt, oder? Ja, ist es. Ach, der wirft Granaten ins Wasser, damit die Fische sterben. Welch eine Überraschung. Okay, der geht jetzt hier rechts an dem Containerschiff vorbei. Ich sollte noch aufpassen, was der für Fässer hier rauswirft. Fässer sind Fässer sind. Ich vermute, dass die Fässer das sind. Ja. Dass diese explosiven ziemlich explosiv sind. Oh, sollte aufpassen. Das meine ich. Ist der jetzt hier hoch oder was? Eine Überraschung, dass ich natürlich mir die. Oh, okay. Habe ich den gerade. Habe ich den gerade verbrannt? Ghost missing. Aha. Upsala. Ich muss echt aufpassen. Okay, dann haben wir das auch erledigt. Wunderbar, die Mission ist durch. Ich gucke mal gerade auf die Uhr. Ja, 10 Minuten, wir sind gerade ziemlich früh durch. So. Wunderbar. Dann haben wir das auch. Das war eigentlich kein Plan. Das war eigentlich nicht so die Absicht. Okay. Aua. Gut, dann fahren wir zurück zum letzten guten Ray. Obwohl, ich speichere kurz, weil die eine Mission mit dem Schatzer, weil die war auch relativ nervig. Aufpassen, ja. Okay, ist doch zu weit. Zu nah, Mann. Hier geht's rein. Ich sehe diesen Lieferwagen nicht in der Garage. Ich will nur speichern. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank, wo ist mein Auto? Ey, Mann, wo ist mein Auto, Junge? So, wir fahren wieder zum Ray. Ich will, wie gesagt, jetzt gerne abarbeiten.
Das heißt, wir müssen, glaube ich, wieder rüber. Irgendwann mal an Donald wage. Donald Love, so heißt der junge Herr. Hat der mit dem Love Fist eigentlich was, irgendwas zu tun? Also die Rockband, die wir ja aus GTA City kennen. Ich weiß es nämlich nicht, ob wir die hier kennen. Ja, auch wenn wir gerade bis zur Mission 2 sind. Das ist dann einfach mal so. Also funktioniert das auch. Let's play. Mama! Entschuldigung. So. Dann mache ich hier mal Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play GTA 3. Und dann mit der nächsten Mission bei Ray. Tschüss.